Das bunte Gespräch, das ist was ziemlich Neues. Nämlich jede Woche fast eine Stunde Zeit mit einem Prominenten. Was? Eine Stunde? Jawohl, eine Stunde Zeit für einen Menschen. Mit ihm oder ihr durchs Leben gehen, spannende Episoden hören und dabei verstehen, wie sie zu den Menschen wurden, die sie sind. Es gibt nichts Faszinierenderes als Geschichten, die das Leben schreibt, oder? Und wir hören mit. Das erwartet sie. Ich habe auch sogar noch was anderes gedacht, das erzähle ich dir jetzt auch noch. Das ist wirklich wie eine Erleuchtung gewesen. Ich lag im Gras, habe auf den blauen Himmel geguckt und habe mir gedacht, jetzt spreche ich die Ariane an. Das war ein Mädel, in die war ich seit... Jetzt sind wir wieder beim wichtigsten Thema. Aber es ist lustig. Ich versuche schon, einen roten Teppich auszurollen für meine Gäste. Auf der anderen Seite bin ich Journalistin. Und wenn sich mir eine Gelegenheit bietet, nachzufragen, dann ergreife ich diese Situation natürlich. Dann musst du auch noch dein Body in Form halten. Das heißt auch Schönheitsmaßnahmen, durchaus auch mal ein bisschen Botox und solche Dinge? Naja, also man muss immer vorsichtig sein mit sowas. Es gibt ja Gott sei Dank ganz, ganz viele Sachen, die man heutzutage machen kann. Aber man muss natürlich aufpassen mit der Dosierung. Nicht, dass man irgendwann aussieht wie Harald Glöckler. Für mich war in der Berichterstattung über Prominente eine Leitlinie immer ganz entscheidend, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Und deshalb vertrauen Sie mir. Und deshalb sagen Sie auch, okay, in Ihren Ohren ist das alles gut aufgehoben. Die Vokabeln, die wir für ältere Menschen haben, sind zum Teil albern, ja, so ein bisschen verlogen. Best Ager, der reife Herr, Generation Gold, Silver Ager, Generation 50 plus Mann im besten Alter, das klingt irgendwie alles verklemmt. Ja, respektlos eigentlich fast, ja, weil man versucht, etwas schön zu reden. Ja. Ja, ja. Was man eigentlich mit Humor betrachten müsste. Absolut, ja. Ja, dann nehmen Sie sich Zeit fürs bunte Gespräch. Ich freue mich auf Sie. Das bunte Gespräch mit mir, mit Nina Rugge.